Hallo, servus und willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir beim C und A. Und warum? Ja, Jeanette kennt ihr ja schon, die fleißigen Zuschauer zumindest. Nämlich du bist ja Stylistin, Bloggerin, Vloggerin und du coachst auch die Menschen beim Einkaufen. Genau. Ja, und das machen wir heute. Wir haben uns bei der Fashion Week unterhalten über Männertrends, dass nicht so viel Männermode da war und dass es relativ schwer umzusetzen ist. Und dann meinte ich, nein, das ist überhaupt nicht schwierig. Ich meine, ja klar, Gucci und Co. easy, aber in normalen Läden. Und sie meinte, ja, stimmt das. Absolut. Gerade für Shootings oder TV-Produktionen kaufe ich sehr viel in günstigen Ketten ein. Und die günstigen Ketten, die kopieren ja auch teilweise die großen Labels. Und bei Männern, und da werden wir heute bei dir das genau sehen, kommt es auf die Accessoires an. Also man kann mit Accessoires kann man ein schlichtes Outfit total aufpeppen und das werden wir bei dir zeigen. Ich bin gespannt, was sie mir ausgesucht hat. So ihr Lieben, heute geht es um das Thema Basics. Welche Basics braucht jeder Mann im Schrank? Und wie kann man diese Basics aufpeppen? Denn ein Outfit aus Basics ist eigentlich noch kein Look. Ein Look wird es mit den passenden, abgestimmten Accessoires. Ich habe für Markus Folgendes ausgesucht. Etwas, was jeder Mann im Schrank haben sollte, ist auf alle Fälle ein weißes und ein schwarzes T-Shirt. In dem Fall ein weißes T-Shirt. Ein Hemd, das sehr gut sitzt. Natürlich eine Strickjacke. Vielleicht auch ein bisschen sportlicher. Wir haben hier was ausgesucht mit Kapuze. Und natürlich einen Allrounder als Jacke. Ja, wind- und wettertauglich. Stylisch vom Schnitt. Wir haben uns weiter ausgesucht, zwei Jeans als Basic, richtig hell und dunkel. Dunkel ist sehr businesstauglich. Eine dunkle Jeans mit Blazer zum Beispiel ist im Business total in Ordnung. Vor allem im Casual Friday. Und jetzt kommen wir zu den Accessoires, die das ganze Basic Outfit aufpeppen sollen. Und zwar haben wir uns schwarze Schuhe, okay, sind ein Must-Have, muss man haben. Aber wir haben uns gedacht, ein bisschen was Stylischeres. Hier haben wir einen Budapester Schuh mit Budapester Muster, so nennt man das hier. In Wildlederoptik kommt im Frühling wieder ganz viele Männer, also legt euch bitte Velour-Lederschuhe zu. Und Sneaker, must have in diesem Jahr ohne Ende Sneaker. Am besten in bunten Farben, das peppt jedes Outfit auf. Wer viel Schwarz tragen muss, schwarze Schuhe und so weiter, der kann unter der Hose mit einer bunten Socke punkten. Also es ist ein toller Tipp, wenn ihr dann sitzt irgendwie und dann schaut so ein bisschen Farbe hervor unter der Hose, das ist sehr stylisch und cool. Deswegen haben wir hier gleich eine ganze große Auswahl an bunten Socken ausgesucht. Und das It-Piece überhaupt, liebe Männer, ein Hut. Markus hat ein Hutgesicht, was er gar nicht wusste. Und das werden wir ihm heute hier auch mal aufsetzen. Ja, eine schöne Alternative und ein tolles Accessoire, gerade zum sportlichen Look. Dann haben wir hier noch ein paar Accessoires, nämlich Tücher. Nicht nur Frauen tragen Schals und Tücher, sondern auch Männer können damit abwechslungsreiche Outfits und Looks kreieren. Ich würde sagen, Markus, auf in die Umkleidekabine. So ihr Lieben, Markus ist soweit. Du bist hier in einem Hipster-Outfit, das mir persönlich sehr gut gefällt. Was sagst du dazu? Erstmal ungewohnt, aber natürlich sehr schön, weil natürlich Blau auch eine meiner Lieblingsfarben ist. Wunderbar. Achtet hier bitte auf die Accessoires, der Hut, das Tuch, die Schuhe. Und meine Lieben, ein absolutes Must-Have sind bunte Socken. Und nicht nur das, dieses Jahr trägt man die Jeans mit Umschlag. Damit seid ihr im Trend. Und so wird sie getragen, die Umschlag-Jeans zu Sneakers, bunte Socken als Must-Have, ein klassisches Hemd. Das Ganze wird aufgelockert hier mit unserer Strickjacke. Ich würde sagen, Markus, das macht dich 10 Jahre jünger. Wir kommen jetzt zu Look Nummer 2, der ein bisschen formeller ist, ja, durch das Sakko. Und auch hier waren mir wichtig die Accessoires, damit er wirklich langweilig ist. Und ich habe hier mit Absicht kein Hemd genommen, sondern ein weißes T-Shirt. Man kann durchaus auch businessmäßig angezogen sein und cool angezogen sein mit einem T-Shirt in Kombination mit einem Blazer. Es muss nicht immer ein Hemd sein. Wichtig ist, um dem Look ein bisschen Eleganz zu geben, sind die Accessoires. Hier zum Beispiel mit dem Einstecktuch gibt es in so vielen farblichen Varianten. Das macht pep einfach den Look auf. Er sieht stylisch aus, es ist trendy. Und jeder sieht, dass man sich Mühe gibt, einfach mal was anderes zu machen. Außerdem auch hier wieder bunte Socken. Klar sieht man die jetzt nicht, aber wenn Markus sich hinsetzt, ja, er ist im Meeting, setzt sich hin und überschlägt die Beine übereinander, dann sieht man, dass er bunte Socken hat. Und das peppt das ganze Outfit auf. Auch hier haben wir wieder die Socken kombiniert mit dem Schal. Und da der Look an sich dunkel ist, kann er hier ruhig mit Farbe spielen. Das heißt, Rot und Blau passt super zusammen. Also top, mir gefällt es so gut, Markus. Was sagst du? Auch wieder ein sehr schöner Look von dir. So, ich sehe jetzt Look 3. Wieder total im Trend, eine Chinohose gekrempelt. Und mein persönlicher Favorit, Markus, das sind diese Wildleder Budapester Booties. Schaut euch die mal an.
Männer unbedingt kaufen, denn die passen zu allem, egal ob zu Jeans, zum Casual Look oder ihr müsst im Business ein bisschen eleganter daherkommen, auch da passen sie wunderbar. Damit der Look nicht zu trist wird, nicht zu eintönig, habe ich auch hier wieder mit Accessoires gespielt. Übrigens, was Schals angeht, wenn ihr die Schals offen tragt, so wie hier bei Markus, dann strecken sie. Wenn ihr die Schals als Mann kurz nehmt, dann strecken sie nicht, dann bewirken sie oft das Gegenteil. Also von daher mein Tipp, um den Oberkörper schlanker zu wirken, unbedingt den Schal länglich kombinieren. Und zum Schal haben wir jetzt passend die Socken in Rot. Und schon ist das ganze Outfit aufgelockert und sieht trendy aus. Markus, wunderbar. Hier ist nochmal der Look mit der Chinohose, abgewandelt mit den Accessoires. Wir haben hier nur die Jacke ausgetauscht. Ich finde nämlich zu braun passt blau auch wunderbar. Wir haben einen Hut dazu kombiniert aus unserem Hipster-Look, einen Schal wieder und schon sieht er ganz anders aus. Also ihr seht, Männer, ihr braucht gar nicht so viele Basics. Schafft euch einfach Accessoires an. Ich hoffe, ich konnte euch hier genauso geile Looks und Tipps zeigen wie mir. Bin total begeistert. Und es muss nicht immer Maximilianstraße und Co. sein, sondern darf auch C&A sein natürlich. Ich bin gespannt, welcher Look euch am besten gefällt. Ich habe bei Facebook die ganzen Looks geteilt und gebt einfach einen Daumen hoch, welcher Look euch besser gefällt. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und du hast sicherlich noch mehr Tipps für uns Männer, oder? Natürlich habe ich die. Schaut einfach vorbei auf meinem YouTube-Channel, auf Genies Vlog, sage ich euch, was ihr benötigt, was in eurem Schrank fehlt und was die Must-Haves sind in der neuen Saison. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge auf Monaco Deluxe. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Die Models von letztes Jahr, die auch sogar nicht mal unter den drei waren. Aber da reden wir mal von der dritte, das ist die Sarah Andres. Die ist gerade jetzt quasi in Paris für Hermes.